Hallo meine lieben Luftzeichen, herzlich willkommen alle Wagen, Zwillinge und Wassermänner zu eurem Reading aus dem Tarot für die erste Juli-Hälfte. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe bei der Legung oftmals wirklich eure Energie der Herrscherin gespürt. Die seht ihr heute in der Mitte. Und ich habe das Gefühl, dass viele von euch jetzt wirklich die Kraft finden, sich aus einer Situation zu befreien, die letztlich lange Zeit an euch, ich möchte fast sagen, geklebt ist. Ja, das ist der Grundtenor dieses Readings, wenn du dich da angesprochen fühlst, wenn du jetzt schon merkst, ja, das könnte mein Thema sein, dann bleib dran, dann hat dieses Reading ein paar wichtige Botschaften für dich. Wie immer bei den allgemeinen Readings ist es ja so, dass es nicht auf alle von euch zutreffen kann, ja. Ich frage immer nach den Botschaften, die jetzt am dringendsten in unsere Resonanzgruppe kommen möchten. Und deshalb gebe ich ja immer den Rat bei den Sternzeichen-Readings, wenn du nach kürzester Zeit das Gefühl hast, nee, da finde ich mich dieses Mal nicht wieder, schau dir gerne noch die Legung für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen an. Manchmal sind diese Legungen dann einfach stimmiger. Ja? Also spür da gut in dich hinein. Ich habe die Hauptlegung aus dem Golden Rider Tarot gemacht. Die Karten siehst du bereits aufgedeckt. Und was ich gemacht habe, ich habe diesmal zur Klärung das Gilded Reverie Lenormand benutzt. Ja, das war irgendwie eine Eingebung von mir. Ich kann euch eigentlich gar nicht sagen, warum. Ich habe ja dieses Zwischenzeit-Reading vor ein paar Tagen aus dem Lenormand gelegt und das kam bei euch so gut an. Ihr habt mich gefragt, ob ich nicht öfter mal das Lenormand nehmen kann und ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren. Und ich muss sagen, die beiden Decks resonieren sowieso sehr gut und ich fand die Klärungskarten hier jetzt speziell in eurem Reading sehr, sehr hilfreich. Ja, deswegen habe ich das jetzt mal benutzt. Ja. Ich beginne mit dieser ersten Karte. Wie gesagt, hier thronst du. Ja, ich fragte, welche Energie steht dir zur Verfügung in der ersten Juli-Hälfte? Und hier fällt die Herrscherin. Wenn du als Mann zuschaust, siehst bitte gerne als Herrscher. Das bist du. Und das ist natürlich jetzt eine tolle Karte. Ja, die Energie der Herrscherin oder auch des Herrschers ist Selbstbewusstsein, ja, und ist Unabhängigkeit. Also ich spüre, dass viele von euch jetzt wirklich sich in einer Phase ihres Lebens befinden, in der es darum geht, euch auf eigene Füße zu stellen, wirklich zu sagen, okay, ich habe mich aus ungesunden Situationen gelöst oder bin gerade dabei, denn das sehen wir gleich noch im Verlauf des Readings. Vielleicht auch Situationen, in denen du lange Zeit die Hoffnung hattest, dass sich das für dich nochmal anders manifestieren könnte, aber du siehst letztendlich ein, dass es hier etwas zu beenden gilt, ja, denn wenn du es nicht tust, fühlst du dich in deinem Leben ein Stück weit blockiert, so nehme ich das wahr. Die Herrscherin, das ist eine Frau, die hat die Kontrolle in allen Bereichen ihres Lebens. Ja, also die ist sozusagen die Herrscherin in ihrem Reich. Die hat ihre Finanzen in Ordnung gebracht, die lebt in einer Wohnsituation, in der sie sich sehr wohl fühlt, in der sie sich ein schönes Zuhause geschaffen hat. Die ist in ihrem inneren Frieden. Ja, also das hat ja auch viel damit zu tun, dass du mehr und mehr beginnst, dich selbst zu akzeptieren, zu lieben, so wie du bist. Und vor allem, was sie nicht tut, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt jetzt vielleicht für euch, das zeigt dieses ganze Reading, sie richtet sich nicht nach der Meinung anderer und sie kreiert ihr eigenes Selbstwertgefühl nicht aufgrund der Anerkennung oder Wertschätzung der anderen. Ja, das ist ein ganz wesentliches Merkmal der Herrscherin oder auch des Herrschers. Diese Energie ist so stabil in ihrem Selbstwertgefühl, dass man eben nicht mehr darauf angewiesen ist, wie einen die anderen sehen, ja, wie viel Zuneigung oder Liebe oder Anerkennung man von außen erhält, sondern man hat gelernt, sich all das, was man vielleicht lange Zeit im Außen gesucht hat, doch letztendlich selbst zu geben. Also eine ganz wunderschöne Energie. An der Stelle, das ist jetzt mal was ganz anderes, möchte ich euch schon mal die Unterseite des Lenormands zeigen, des Klärungsdecks. Hier fallen nämlich die Blumen und ich zeige sie euch deshalb jetzt schon, weil diese Karte so wunderschön zur Herrscherin passt.
Die Blumen im Lenormand stehen für das Selbstwertgefühl eines Menschen und auch für ein Geschenk. Die Herrscherin, und das sage ich ja in vielen meiner Videos, hat gelernt, sich selbst wie ein wertvolles Geschenk zu betrachten und ganz wichtig auch zu behandeln. Ja? Wenn du dich selbst als kostbares Geschenk betrachtest, dann behandelst du dich entsprechend. Und wir Menschen neigen ja oftmals dazu, sehr selbstkritisch zu sein, ja? Uns selbst auch immer mal wieder in Frage zu stellen und sehr kritisch zu beäugen, ja? Uns auch vielleicht für Dinge, die wir getan haben in der Vergangenheit, zu rügen, ja? Und zu sagen, hätte ich doch mal anders gemacht. Das tut die Herrscherin nicht. Und dazu passt wunderschön hier das Lenormand Deck. Ich lege das mal hier drunter. Denn die Herrscherin hat einfach auch gelernt, ihre beste Freundin zu sein, ja, milde walten zu lassen mit sich selbst. Und wenn es dir wirklich möglich wird, dich als ein Geschenk zu betrachten, dann wird dir auch im Außen immer mehr dieses Wohlwollen deiner Mitmenschen begegnen. Denn wir dürfen nicht vergessen, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der in dieser Persönlichkeitsentwicklung, in der wir uns befinden, so ausschlaggebend ist. Andere Menschen, ja, nehmen dich immer genauso wahr, wie du dich selbst siehst. Und das ist so ein wichtiger Satz, ja, beinahe einer der zentralen Sätze meiner ganzen Arbeit, die ich mache. Denn wenn du selbst, ja, nicht erkennst, deine innere und äußere Schönheit, das tut die Herrscherin, ja, die sitzt hier auf ihrem Thron, schaut mal, die hat ein prächtiges Kleid an, die hat sich hier einen Blumenkranz in die Haare gebunden, die hat Schmuck angelegt, die weiß, dass sie schön ist, und zwar im Inneren und im Außen. Und die Schönheit, die liegt im Auge des Betrachters. Da geht es nicht darum, unsere eigene Schönheit an den Maßstäben der Supermodels oder der Hochglanzzeitschriften zu messen, sondern es geht darum, ein schönes Wesen zu haben, das dann nämlich nach außen strahlt. Ja? Und wenn du beginnst, dies auch so zu sehen und dich selbst so zu betrachten und zu behandeln, dann nehmen dich andere Menschen auch so wahr. Ja, dann komme ich mal hier oben zu dieser Position. Da fragte ich, aus welcher Energie kommst du jetzt vielleicht aus den letzten Junitagen? Und da fällt die Hohepriesterin, eine sehr schöne und sehr spirituelle Karte. Die steht für deine innere Stimme. Ja, die Hohepriesterin ist sozusagen dein höheres Selbst. Also vielleicht hast du wirklich in den letzten Tagen sehr darauf geachtet, was fühle ich, was möchte mir meine Seele mitteilen. Vielleicht hattest du auch Träume, die dir bestimmte Dinge aufgezeigt haben. Und ich habe jetzt mal das Klärungsdeck gefragt, um was könnte es hier gehen? Was möchte dir deine Intuition mitteilen? So, und hier fiel der Sarg. Das ist eine sehr interessante Klärungskarte, denn die zeigt, dass es bei dir scheinbar jetzt in der Vergangenheit darum ging, nochmal etwas wirklich zum Abschluss zu bringen, eine Transformation zu durchlaufen, denn der Sarg im Lenormand ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Tod im Tarot. Da geht es darum, etwas wirklich zu Ende zu bringen, damit etwas Neues entstehen kann. Das heißt, es könnte sich hier um eine Situation tatsächlich in der Liebe handeln, das sehen wir gleich noch, ja. Vielleicht hast du lange Zeit an einem Menschen festgehalten in der Hoffnung, daraus manifestiert sich nochmal eine liebevolle, erfüllte Beziehung, und deine Intuition sagt dir aber aktuell, dass dem nicht so ist. Ja? Also, dass du hier erstmal loslassen darfst, ganz gleich, was sich dann vielleicht daraus entwickelt. Und wir Menschen werden ja in dieser Zeit, ja, wir leben ja in einer sehr transformatorischen Zeit, zunehmend dahin gedrängt, ja, eben aus unserer inneren Stimme heraus, wirklich die Verbindungen zu beenden und allgemein die Situationen unseres Lebens zu verlassen, die uns zum einen immer wieder in unserem inneren Frieden stören und die auch unserem Selbstwertgefühl abträglich sind. Ja? Denn wenn du dich heute
in einer Wunschpartnerschaft befindest oder auch, wenn wir jetzt mal vielleicht auf die Berufsebene gehen, in einem Job, in dem du nicht wirklich wertgeschätzt wirst, beeinflusst das ja jeden Tag aufs Neue dein Selbstwertgefühl. Und um in die Energie der Herrscherin zu gelangen, ja, ist es nötig, hier eine Veränderung vorzunehmen, etwas gehen zu lassen, etwas loszulassen. Und dann habe ich mich wirklich gefreut, denn als ich fragte, wie entwickelt sich die Situation weiter, dann vielleicht auch schon im Hinblick auf den kommenden Vollmond, da fiel die Königin der Stäbe. Und diese Energie ist wirklich vergleichbar mit der Herrscherin. Wenn du als Mann schaust, siehst bitte ruhig wieder als Stabkönig, denn das ist die unabhängigste von allen Königen. Also es geht hier in diesem Reading speziell darum, dich unabhängig zu machen. Das kann wirklich entweder in materieller, finanzieller Ebene sein oder eben in emotionaler Ebene, ja, dass du noch von einem Menschen emotional abhängig bist. Das kann auch sein, dass du vielleicht noch zu sehr abhängig davon bist, was sagt mein Umfeld zu dem, was ich tue, zu dem, was ich vorhabe. Und die Stabkönigin, die hat sich davon befreit. Ein wichtiger Aspekt bei dieser Karte ist die Lebensfreude. Ja, das passt jetzt auch so sehr schön zum Sommer, denn ich sag mal, unsere Lebensgeister erwachen jetzt. Der Sommer nimmt Fahrt auf, die Corona-Beschränkungen werden weniger, wir dürfen wieder rausgehen, wir dürfen wieder feiern. Und genau das rät dir diese Karte auch. Ja, genieße dein Leben. Das hat so viel mit Selbstfürsorge auch zu tun. Denn die Karte fällt hier nicht umsonst neben die Herrscherin, ja, dann hier noch die Blumen. Es geht für dich auch wirklich darum, mal zu fragen, machst du wirklich das Beste aus jedem Tag? Ja? Stehst du früh schon auf und fragst dich, was kannst du dir heute Gutes tun? Und so trivial das vielleicht für einige von euch klingt, das war letztes Jahr mein probates Mittel, um mich aus diesem Tief herauszukämpfen, das ich letztes Jahr durchlebt habe. Ja? Ich habe wirklich, ich bin früh aufgewacht und habe mir als erstes überlegt, wie kann ich meinen Tag so schön, angenehm und genussvoll wie möglich gestalten? Was bereite ich mir zum Essen zu? Welche Kleidung ziehe ich an? Wie mache ich meine Haare zurecht, dass ich mir gefallen? Ja? Was kann ich für meine Wohnung Schönes tun, damit ich mich da noch wohler fühle? Wie gelingt es mir heute, Zeit in der Natur zu verbringen? Das habe ich mir jeden Tag aufs Neue überlegt. Und das ist für dich, glaube ich, in der aktuellen Situation wichtig, denn wenn es für dich tatsächlich darum geht, ein Kapitel deines Lebens oder eine bestimmte Situation, eine Beziehung, was immer es für dich ist, zu Ende zu bringen, dann ist diese Selbstfürsorge wirklich unerlässlich, um in deine Kraft zu finden. Ja, und ich habe dann gefragt, wenn wir jetzt mal einen Ausblick schon in Richtung Mitte des Monats wagen, welche Energien stehen dir da zur Verfügung? Und da fällt eine große Arcana-Karte, nämlich das Gericht. Das ist jetzt schon die dritte große Arcana-Karte in deinem Reading. Und das Gericht ist die Auferstehungskarte im Tarot. Hier siehst du diesen Auferstehungsengel, ja? Und er ruft letztendlich dazu auf, dich tatsächlich jetzt aus einer Phase deines Lebens zu befreien, die dich in gewisser Weise gefangen hielt. Und ich fragte dann noch nach einer Klärungskarte und da kam aus dem Lenormand die Lupe. Was mir das zeigt, die Lupe steht im Lenormand für die Innenschau und dass etwas größer wird. Ist klar, wenn wir die Lupe auf etwas halten, sehen wir es vergrößert. Und damit spüre ich, dass dir mehr und mehr bewusst wird, nicht nur, dass du etwas zu Ende bringen solltest in deinem Leben, sondern auch, warum. Und ihr wisst ja, wer die Legungen kennt, ich spiegel diese Position dann immer mit dieser hier oben zum Schluss noch, denn die Position hier oben fragt auch nochmal nach den Aussichten sozusagen gegen Ende dieser zwei Wochen. Und da erhalten wir noch einen sehr, sehr deutlichen Hinweis darauf, was du dir genau anschauen darfst. Ja, deswegen möchte ich da jetzt im Moment gar nichts weiter dazu sagen. Ich bringe diese beiden Karten dann nochmal im Zusammenhang mit hier oben. Aber wichtig ist, dass sich die Energie sozusagen wie ein roter Faden hier durchzieht.
es wird dir noch klarer, ja, so möchte ich es mal ausdrücken, dass es für dich darum geht, ja, eine Phase deines Lebens zum Abschluss zu bringen oder ein Kapitel zu beenden, das dir nicht gut tut oder in der Vergangenheit nicht gut getan hat. Ja, und hier fällt jetzt auch so ein kleiner Hinweis, womit dies zusammenhängen könnte. Denn hier frage ich ja, was kommt vielleicht im Außen auf dich zu? Jetzt fallen hier zwei Karten aus dem Tarot gleichzeitig, nämlich der König der Stäbe und die sieben Kelche. Interessanterweise fällt hier der Stabkönig. Das ist ja das Pendant hier zur Königin der Stäbe. Und immer wenn in einer Legung Königin und König aus einem Element fallen, könnte es sich theoretisch um ein Seelenpaar handeln. Also das ist jetzt für all diejenigen unter euch stimmig, die sich in einer Seelenpartnerschaft befinden. Ja? Und jetzt fällt hier diese Karte für die Illusion. Ja? Die sieben Kelche, das ist so etwas, da ist nicht alles Gold, was glänzt. Und was ich hier wahrnehme, und es ist wirklich so deutlich der Impuls, ich habe nur den einen erhalten. Es könnte sein, dass du im Außen etwas mitbekommst von einem Menschen, an dem du vielleicht lange festgehalten hast, ja, und das, was er nach außen zeigt, ist so ein bisschen diese heile Welt, dieses Schöne, dieses, ja, nach außen etwas darstellen, was es im Grunde nicht ist. Also natürlich in den Seelenpartnerschaften ist das dann der Fall, wenn du jetzt eher im Kollektiv der Loslasser wärst, dein Gegenüber eher im Kollektiv der Gefühlsklärer, dann wäre es möglich, dass du hier im Außen noch wahrnimmst, dass sich dieser Mensch vielleicht in einer anderen Beziehung befindet, da wird nach außen hin alles ganz toll dargestellt, aber eigentlich ist es nicht so, ja? Denn die sieben Kelche, das ist ja eine Karte, auf der Mann hier seine Kelche betrachtet und auf den ersten Blick sieht es alles ganz toll aus, aber bei genauerem Hinsehen siehst du, dass hier in manchen Kelchen, wie zum Beispiel hier oder auch da, sehr unschöne Dinge als Inhalt zum Vorschein kommen. Hier die Schlange, hier so ein Monster, ja. Also es könnte sein, dass du beispielsweise in den sozialen Medien ja Fotos siehst von so einer heilen Welt-Family, was aber gar nicht dann wirklich den Tatsachen entspricht. Also das wäre eine Möglichkeit. Ich habe aber auch noch eine andere, die war zwar nicht der erste Impuls, aber die möchte ich trotzdem erwähnen. Es könnte auch sein, dass du letztendlich von diesem Menschen, von dem du dir eventuell eine Beziehung erhofftest, nochmal enttäuscht wirst, ja, vielleicht hast du wieder Kontakt und dieser Mensch nähert sich auf eine bestimmte Art und Weise bei dir und dann erfährst du aber, dass letztendlich sich bei ihm nichts verändert hat. Das könnte auch der Fall sein, ja, denn wenn das hier im Außen liegt, die Illusion und dieser Mensch, liegt es eigentlich auf der Hand, dass du dir hier vielleicht auch darüber im Klaren wirst, dass das, was du dir im Moment mit diesem Menschen wünschst, sich jetzt nicht manifestiert. Und dazu passt natürlich jetzt auch sehr schön die nächste Karte, denn hier fragte ich nach deinen Hoffnungen oder Ängsten und hier fallen die drei Stäbe. Ja, das ist eine Karte, die steht für einen Neubeginn, auch sehr schön hier in der Lage zur Herrscherin, denn dieser Mann blickt in die Ferne. Der weiß ganz genau, dass er sich aufmachen wird in ein neues Gebiet. Und ganz entscheidend auf dieser Karte ist die Tatsache, dass er uns sozusagen und damit seiner Vergangenheit den Rücken zukehrt. Ja, also hier, glaube ich, liegt deine Hoffnung wirklich darin, etwas komplett zum Abschluss zu bringen. Denn bleiben wir mal bei dem Fall, dass es tatsächlich bei dir um eine Wunschpartnerschaft geht. Und dein Wunschpartner oder deine Wunschpartnerin, ja, also wenn du jetzt als Mann schaust und hast dich hier als Stabkönig gesehen, dann wäre das in dem Fall die Stabkönigin, wenn du für eine Frau guckst, stellt nach außen immer noch diese heile Welt dar oder eine Fake-Beziehung wird hier aufrechterhalten, dann entsteht ja in dir erst recht dieser Wunsch, diese Situation jetzt wirklich zum Abschluss zu bringen, weil du auch erkennst, ja, dass du dich weiterentwickelt hast,
dass dein Gegenüber oder dein Wunschpartner allerdings noch in alter Energie stagniert, möchte ich fast sagen. Und ich habe da noch mal eine Klärungskarte dazu erbeten und hier fiel die Maske. Das würde jetzt natürlich sehr gut zu dieser Fake-Geschichte passen, die ich hier empfangen habe, ja. Also, dass du vielleicht wirklich sagst, nö, ich möchte mit dieser ganzen Maskerade nichts mehr zu tun haben. Ich möchte nicht mehr sehen, wie jemand sich als glücklich nach außen hin darstellt und dabei ist das gar nicht, ja. Das wäre eine Möglichkeit. Was ich aber auch spüre, denn wenn du guckst, der Mann blickt jetzt in Richtung Maske. Und das geht aktuell vielen Menschen so, dass ihr so ein bisschen Angst habt, dass ihr euch stärker einschätzt, als ihr seid. Ja, also das geht im Kollektiv um, diese Energie, dass man zum Beispiel eines Morgens wacht man auf, ja, und dann denkt man, ja, jetzt habe ich es geschafft. Ich habe mich aus allen Abhängigkeiten befreit, ich bin vollkommen in mir, ich ruhe in mir, ich habe meinen Frieden gefunden, ich bin in meiner Kraft. Und am nächsten Tag kann es sein, dass man aufwacht, ja, mit einer riesengroßen Sehnsucht, mit großen Selbstzweifeln, mit Ängsten und man fragt sich, habe ich gestern geträumt oder warum um Himmels Willen bin ich jetzt wieder in diese alte Energie gefallen, ja. Und das zeigt die Maske auch, dass ich frage hier ja nach deinen Hoffnungen und nach deinen Ängsten und es kann durchaus sein, dass deine Hoffnung ist, wirklich dieser alten Energie, diesem alten Zyklus jetzt den Rücken zu kehren und dass du aber gleichzeitig auch Angst davor hast, ja, hier vielleicht nicht ganz so in deiner Kraft zu sein, wie du es dir wünschst, ja, vielleicht auch nach außen hin dann eine Maske tragen zu müssen, denn es ist für uns Menschen bisweilen sehr schwer, ja, wenn wir, und es geht uns sogar bei Freunden so, ja, wenn wir bislang vielleicht wirklich gesagt haben, jetzt geht's mir richtig gut, ich habe so viel transformiert, ich bin wirklich jetzt in meiner Kraft. Und dann zurückzurudern und vielleicht auch zuzugeben, ganz so stark bin ich scheinbar doch noch nicht. Oder ich muss doch anerkennen, dass ich hier und da noch Ängste habe, noch Zweifel an mir habe. Dann ist es oftmals schwer und wir behalten dann eine Maske auf, ja, die uns aber nicht gut tut. Weil damit stehen wir nicht authentisch zu uns und wir dürfen zu allen Gefühlen in uns stehen, ja, auch zu den vermeintlich negativen, ja, die in unserer Gesellschaft ja ein bisschen verpönt sind, ja, Ängste, Zweifel, Befürchtungen, das ist alles, fällt unter die Kategorie negative Gefühle, aber Gefühle sind Gefühle, ja, und die möchten alle gefühlt werden, denn nur wenn wir uns das trauen, wenn wir alle Gefühle annehmen und sagen, ja, ich schaue dich jetzt an, können wir sie transformieren und auch natürlich herausfinden, was sie uns über uns selbst mitteilen wollen. Und zu dem Thema herausfinden passt jetzt sehr gut, was ich vorhin angekündigt habe. Auch hier oben frage ich ja nochmal, wie entwickelt sich die Energie dann weiter in Richtung zweite Monatshälfte? Und hier hatten wir ja das Gericht für eine Entscheidung, ja, Phönix aus der Asche, die Auferstehung. Und da habe ich gesagt, dir wird nicht nur bewusster, dass du etwas zu Ende bringen darfst, sondern auch warum. Und jetzt fällt hier eine Karte, die für die Heilung steht, nämlich die vier Schwerter zusammen mit den Mäusen. Und das ist jetzt wunderschön, denn die Karte gibt uns den Hinweis darauf, also die Mäuse, dass hier noch gewisse Selbstzweifel und auch Ängste angeschaut und geheilt werden möchten. Die Herrscherin findet nur komplett in ihre Kraft, wenn sie sich auch ihre Ängste bewusst macht und auch diese akzeptiert. Die Herrscherin ist keine Frau, die abstreitet, Ängste, Zweifel in sich zu tragen, sondern die Herrscherinnenenergie macht aus, dass diese Frau mutig genug ist, sich diesen Ängsten zu stellen, die anzuschauen und sie dann zur Heilung zu bringen. Vielleicht bereitet es dir hier noch Angst, wenn du dir wirklich vorstellst, eine bestimmte Lebenssituation komplett zu verlassen, dass du dich fragst, ja, was kommt denn danach?
Oftmals bleiben wir ja sehr lang in Lebenssituationen stecken, weil wir einfach nicht wissen, was kommt danach. Ja? Weil wir einfach Angst davor haben, uns das anzuschauen, was ist denn, wenn ich danach nicht weiß, wie es weitergeht. Wenn ich in ein Loch falle oder wenn ich dann bereue, etwas zu Ende gebracht zu haben. Und diese Ängste darfst du dir anschauen, hier mit dieser Lupe, und dann wirklich die Entscheidung treffen, alles hinter dir zu lassen, was dir letztlich deinen inneren Frieden raubt. Ja. Und hier passt auch so schön diese Karte, das ist der Rat deiner göttlichen Führung. Hier fallen die 9 Stäbe und deine göttliche Führung sagt dir, wir sehen dich in deiner Angst. Ja. Wir sehen auch die Verletzungen, die du aus der Vergangenheit mit dir trägst. Aber wir wollen dich ermutigen, ja, dich jetzt auf einen neuen Weg zu machen. Mit diesen Ängsten, mit diesen Selbstzweifeln. Denn nur dann, wenn wir unser ganzes Gepäck mitnehmen und sagen, okay, ich unterdrücke hier nichts, ich habe keine Maske auf, ich gestehe mir zu, dass neue Wege erstmal Ängste hervorrufen. Ja? Dass komplettes Abschließen mit einer Lebenssituation vor allem die Angst hervorruft, es später zu bereuen. Aber deine göttliche Führung sagt dir, geh weiter. Ja? Das Schöne an der Karte sind ja hier diese kleinen grünen Triebe an den Stäben, die Stabenergie, das ist Feuerenergie, so wie hier auch die Königin der Stäbe gefallen ist. Ja? Und die kleinen grünen Triebe, die stehen für Wachstum. Also da, wo du jetzt hingehst, ja, ist Wachstum möglich. Und eine Erklärungskarte habe ich noch erbeten dazu und das ist wunderschön, da fällt der Baum, auch der steht für Wachstum und es ist auch die Karma-Karte im Lenormand. Und das bedeutet, dass es hier eventuell für dich darum geht, eine karmische, also schicksalhafte Aufgabe zu erfüllen, um Karma zu erlösen, ja, denn viele von uns kommen ja mit diesem Karma in diese Inkarnation, in unsere Selbstliebe finden zu müssen. Und deshalb begegnen wir dann oftmals Menschen und Situationen, die uns auf diesem Gebiet herausfordern. Und wenn es dir jetzt gelingt zu sagen, ich schaue meine Ängste an, ich bin aber auch verständnisvoll mir gegenüber, ich verurteile mich nicht für diese Ängste, sondern ich sage, trotz der Befürchtungen, was ist, wenn ich hier etwas komplett abschließe, wage ich den Schritt trotzdem, mache mich auf einen neuen Weg und bin fest der Überzeugung, dass ich mich dadurch in der seelischen Weiterentwicklung einen großen Schritt nach vorne bewege. Denn immer dann, wenn wir Karma erlösen, ja, kann etwas Neues bei uns passieren. Und das kündigt so schön das Rad des Schicksals an der Unterseite des Tarots. Damit erhalten wir nochmal den Hinweis, dass ich das Rad des Schicksals ja für dich drehen möchte. Ja? Es ist ja etwas Neues für dich vorgesehen, wenn du hier etwas Altes zum Abschluss bringst. Und oftmals geht es ja auch darum, innerhalb bestehender Beziehungen, und da ist es ganz gleich, ob es ein Arbeitsverhältnis ist, eine Freundschaft oder eine Liebesbeziehung, innerhalb einer Situation ein Kapitel zu schließen, damit sich dann auch innerhalb dieser Beziehung oder dieser Situation ein neues eröffnen kann. Selbst im Job ist das möglich, ja, dass du einfach eine bestimmte Arbeit nicht mehr erledigen möchtest oder dass du dich nicht mehr unter Wert verkaufen möchtest. Und auch hier kann man bestimmte Zyklen schließen und ohne gleich zu kündigen oder den Arbeitsplatz zu wechseln, kann sich dadurch ein neues Kapitel für dich in der Arbeit aufschlagen. Ja, und es ist in Freundschaften so, in der Familie so und natürlich auch in den Partnerschaften oder Wunschpartnerschaften. Ja, meine Lieben, ein sehr schönes Reading, wie ich finde. Ich hoffe, ihr konntet damit in Resonanz gehen. Teilt mir gerne mit in den Kommentaren, ob es stimmig für euch war. Denn ich sehe hier wirklich eine sehr schöne Entwicklung auf eurem spirituellen Weg. Ja, denkt immer mal wieder an die Herrscherin und denkt vor allem daran, die Herrscherin hat keine Maske auf. Die ist authentisch sie selbst. Und darum geht es für euch scheinbar in der ersten Juliwoche. Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit. Ja, genießt den Sommer, sorgt bestens für euch selbst und ich bin bald zurück mit neuen Videos. Bis dann, die Uli.